Servus Leute und willkommen bei einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von eMountainbike News. Heute im Test das Transition Repeater PT. Also 170 mm Vollgas Enduro E-Bike. Was haben wir an Bord? Den SRAM Eagle Powertrain. Das heißt, wir haben einen Brose-Motor mit SRAM Software. Wir haben 90 Newtonmeter. Wir haben zwei Modis. Wir haben einen 720 Wattstunden Akku. Und wie ich schon erwähnt habe, 170 mm an der Front, 170 mm am Heck. Dazu natürlich klassisch SRAM Transmission. Das Ganze hier ist ein 29er Setup. Ihr könnt aber auch ein Mallet Hinterrad einbauen, also ein 27,5er Hinterrad. Gewogen habe ich die Kiste auch, so wie sie hier steht. Also wir haben einen großen Fender vorne verbaut. Wir haben das Techchen hier. Wir haben schwere 600 Gramm Pedale, die alten DX Shimano. Und ich bin bei 24,7 Kilo in Größe XL. Also ich würde sagen, für ein Power oder für ein Performance Power EMTB ist das wirklich astrein. Kommen wir zur Geometrie des Transition Repeater PT. Also, wir haben hier ein XL-Bike, das ich teste. Ich bin 1,94. Das Fahrrad passt super gut. Wir haben 510er Reach. Wir haben einen 63,5er Lenkwinkel, also ziemlich flach und aggressiv. Wir haben einen 77,5er Sitzwinkel, also ordentlich steil. Die einzige Besonderheit hier ist, Transition wird immer flacher, desto größer die Rahmen werden. Das heißt, wir haben über 79 Grad Sitzwinkelneigung in Größe S. Und 77,5 in Größe XL. Macht nicht ganz Sinn, aber da könnt ihr auch im Artikel noch mal ein paar Gedanken zu mir zu lesen. Ansonsten Kettenstrebenlänge ist 455 mm, auch über alle Größen. Bedeutet für mich in XL tipptopp, bin ich super zufrieden mit 455. Was das Ganze natürlich in den Größen S und M anstellt, was das Fahrgefühl angeht, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Also kleinere Menschen, die einen kleinen Rahmen fahren, werden wahrscheinlich nicht ein ganz so agiles Fahrgefühl spüren, wie ich es spüre, weil die Kettenstreben im Verhältnis einfach ziemlich lang sind zum Frontcenter oder zum Reach. So, kommen wir zur Ausstattung dieses Fahrrads. Das hier ist das Topmodell für 12.999 Euro. Ihr habt richtig gehört, ist verdammt teuer. Es gibt eine Version darunter, die kostet 11.499 Euro. Die ist dann natürlich nicht mit der Transmission X0, sondern mit der GX Transmission, Select Plus Fahrwerk etc. Das hier hat, also die Top-Version, hat RockShox Ultimate Fahrwerk, eine Zep vorne, ein Vivid Air hinten. Wir haben eine Axis Sattelstütze, also eine Elektronik. Sattelstütze. Wir haben One-Up Components Cockpit, das heißt, wir haben einen Carbon-Lenker. Wir haben Code Stealth-Bremsen von SRAM, heißt, ja, ich würde sagen, heute sind es eher die Trail-Bremsen. Vielleicht vor ein paar Monaten waren es noch die DH-Bremsen. Jetzt gibt es natürlich noch die Maven, die ist hier nicht verbaut. Hier sind die Code RSC verbaut, dafür aber mit 220er Scheiben. So, des Weiteren Laufräder von Crank Brothers. Bei dem Preis von fast 13.000 Euro würde man eigentlich davon ausgehen, dass hier die Carbon-Laufräder von Crank Brothers verbaut sind. Sind sie aber nicht. Es sind die Alu-Laufräder. Kleiner Augenmerk auf die Reifen. Diese sind nicht original. Original waren hier Schwalbe Gravity-Reifen verbaut. Ich hatte da ein kleines Problem, denn ich hatte ab der ersten Fahrt relativ viel Milch an der kompletten Flanke vorne wie hinten. Bedeutet, entweder ist die Felge zu steif, heißt der Reifen muss viel Bikearbeit übernehmen. Oder noch mehr Arbeit übernehmen. Oder der Reifen passt irgendwie nicht ganz zur Felge. Das schließe ich eher aus, aber ich gehe mal davon aus, dass die Felgen einfach relativ steif sind. Deswegen bin ich hier auf ein paar Testreifen von Goodyear gesprungen und die funktionieren auch tipptopp, die Wrangler. Weitere Besonderheit am Transition Repeater PT. PT steht für SRAM Powertrain. Heißt, wir haben hier das neue SRAM-Aggregat bzw. die Kooperation aus SRAM und Brose, wenn man so will. Es ist ein Brose-Motor mit SRAM-Software. Wir haben zwei Programme. Wir haben einmal das Range, den Range-Modi. Das heißt, mit ein bisschen reduzierterer Leistung für, sagen wir mal, längere Touren und ein bisschen weniger Punch. Und wir haben die Rally-Funktion, die ihr hier am Pod einfach einstellen könnt. Ihr könnt zwischen diesen zwei Modis wechseln. Die Rally-Funktion heißt Full Power, 90 Newtonmeter Max-Leistung an Drehmoment und ja, ziemlich nice und auch ein ziemlich natürliches Fahrgefühl, was das angeht. Das SRAM-Aggregat verfügt zudem über zwei Besonderheiten. Das ist einmal das Coast Shifting und das Auto Shift Programm. Ich persönlich habe das nur mal kurz ausprobiert und bin es
während der Testzeit nicht wirklich gefahren, weil ich das für mich ehrlich gesagt nicht brauche. Ich schalte lieber selber und habe das sozusagen damit auch im Griff direkt, wann ich wie wo schalte, statt das automatisch passieren zu lassen. Aber die Funktion ist gegeben. Man kann damit ein bisschen rumspielen und schauen, ob es für denjenigen passt. Kommen wir zum Fahreindruck des Transition Repeater PTs. Ich habe es jetzt eine ganze Weile testen können und ich muss sagen, es ist wirklich ein gelungener Allrounder. Warum? Also im Uphill grundsätzlich super viel Power, für mich völlig ausreichend, was das RAM-Aggregat hier drückt. Die zwei Modis für mich auch vollkommen ausreichend. Ich fahre viel im Range-Modus. Für steile Uphill-Segmente nehme ich dann auch mal gerne den Boost, den Rally-Modus und schiebe mich da hoch. Also ich muss wirklich sagen, außerordentlich gut im Uphill. Viel interessanter für euch ist wahrscheinlich die Downhill-Eigenschaft des Fahrrads. Und auch hier hat es mich überrascht, denn für so ein ziemlich großes, wenn auch sehr schönes Fahrrad, habe ich irgendwie damit gerechnet, dass es ein bisschen mehr panzert, weil es so ein fettes, großes Teil ist mit 170 mm. Ist aber überhaupt nicht so. Fährt sich super agil, trotz irgendwie super flachem Lenkwinkel und generell sehr aggressiver Geometrie bin ich damit super klar gekommen, egal ob es jetzt flowige Trails waren, ob es jetzt technische Trails waren. Und man muss natürlich sagen, auf steilen und sehr ruppigen und anspruchsvollen Passagen ist es natürlich richtig gut oder hat es richtig brilliert. Grundsätzlich fährt sich das Transition Repeater PT deutlich agiler, als ich geglaubt habe. Heißt, auch die Balance zwischen super plush, also super feines Ansprechverhalten und dem Gegenhalt, den man bekommt, wenn man beispielsweise in Anlieger drückt oder über größere Jumps springt. Apropos Jumps, auch hier brilliert das Fahrrad wirklich. Also ich bin bei uns zu Hause auf den Home Trails alles gesprungen von kleinen bis relativ großen Sprüngen. Und egal auf was für einem Kicker, es hat sich echt gut angefühlt und auch die Flugphase war super stabil. Also von Anfang an direkt ein super sicheres und sehr gutes Gefühl auf dem Rad gehabt. Also ich habe das Fahrrad jetzt natürlich ziemlich viel gelobt. Es gibt natürlich auch ein paar Kritikpunkte. Den einen habe ich schon erwähnt, das sind die Kettenstreben. 455 mm über alle Größen wird definitiv etwas zu Disbalance führen in den kleineren Größen S und M. Ansonsten leider ist in den circa 2 Monaten Testzeitraum, in dem ich das Fahrrad hier und da gefahren bin, natürlich nicht jeden Tag, viermal vorgekommen, dass der Motor ausgegangen ist. Einfach so. Meist war es zu Beginn der Fahrt, nach irgendwie 5, 6, 7 Minuten. Auf einmal ist er ausgegangen und ich musste mehrfach neu starten, um ihn wieder in Betrieb zu nehmen. Die Fehlermeldung war meist irgendeine Connection zwischen Akku und Motor als Problematik. Grundsätzlich bin ich nie liegen geblieben in dem Sinne. Also ich konnte immer weiterfahren, aber ich musste den Motor oder das System immer wieder neu starten. Was genau der Grund hierfür war, konnte ich im Testraum leider nicht feststellen. Ich werde dazu aber auch noch mal mit den Jungs von Transition sprechen. Eine weitere Besonderheit, wie schon der Flipchip zum Verstellen in Low- oder High-Setting, kann man natürlich auch noch ein Mallet-Laufrad verbauen. Aber des Weiteren wurde das Steuerrohr, der Bereich des Steuers, sehr groß dimensioniert. Das heißt, hier könnt ihr sogar ein Angle-Set oder ein Reach-Set einbauen, um das Fahrrad noch mal fein anzupassen und für euch noch mal die Geometrie custom zu verändern. Kommen wir zum Fazit in diesem Test mit dem Transition Repeater PT. Es ist für mich ein wirklich gelungener Alleskönner. Das heißt, ob es jetzt ein Flowtrail ist, ob es jetzt technisch ist, ob es steil ist, ob es Jumps sind, es hat wirklich überall super funktioniert. Auch Uphill-Eigenschaften tipptopp, ich habe keine Beschwerden. Das Einzige, was ich natürlich als Kritikpunkt aufnehmen muss, ist zum einen der Preis, weil knapp 13.000 Euro sind einfach sehr, sehr viel Geld. Und wenn man dafür noch nicht mal die komplette Top-Ausstattung bekommt, das heißt Alufelgen statt Carbon, dann frage ich mich ja, wie kann man den Preis rechtfertigen? Grundsätzlich nimmt das aber nichts weg von der Performance dieses Fahrrads. Die Performance ist wirklich ultra gut und es ist für mich auch eine Empfehlung für jedermann, weil dieses Fahrrad lässt sich super einfach fahren. Man hat ein hohes Sicherheitsgefühl, egal wo man sich rumtreibt, ob es im Bikepark ist, ob es auf Flowtrails ist, ist eigentlich egal. Für Anfänger bis Könner wirklich gut geeignet, dieses Fahrrad. So Leute, das war der Test zum Transition Repeater PT. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mehr Informationen schaut ihr natürlich in den ausführlichen Artikel auf e-Mountainbike News. Ansonsten lasst ein Like da, lasst einen Kommentar, abonniert den Kanal. Also, wir sehen uns beim nächsten Testvideo. Ciao!